Birgit Meinhard-Schiebel war seit den 70er Jahren in feministischen Zusammenhängen organisiert, ohne sich aber formell einer Gruppe anzuschließen. Nach einer erfolgreichen Berufslaufbahn begann sie sich bei den Grünen im Seniorinnenbereich zu engagieren. Dabei stellte sie ihr Lesbischsein nie in den Vordergrund, verheimlichte es aber auch nicht, sondern stellte es immer als selbstverständlichen Bestandteil ihrer Persönlichkeit dar. Wie war es als lesbisch lebende Frau in den 70er und 80er Jahren innerhalb der Frauenbewegung? Ich glaube, für mich war es deshalb sehr einfach, weil ich sehr früh mich geoutet habe, also mit 19, und eigentlich das Gefühl gehabt habe, es wird mir nichts geschehen. Und die Frauenbewegung war dann sozusagen, hat eine ganz andere Konnotation für mich gehabt. Mir ist es wirklich damals darum gegangen, Frauen zu unterstützen, dass sie selbstständig und selbstbestimmt leben können, aber dass ich dort als lesbische Frau auftrete, nicht einmal das war ein Thema, ganz einfach. Ich habe mir ehrlich gesagt nie damit wirklich so auseinandergesetzt, denn ich habe gesagt, ja okay, ich lebe mit einer Frau. Das wurde anstandslos akzeptiert. Manchmal kam so, naja, so quasi, du bist privilegiert, du hast es ja leicht. Ich habe nicht einmal gewusst, warum ich es eigentlich leicht habe. War das noch in der Verbotszeit? Ja, das war kurz in der Verbotszeit. Ich hatte damals auch tatsächlich wirklich Schwierigkeiten, also Schwierigkeiten, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. So ein bisschen bedroht von Jobproblemen und naja, das ist ja eigentlich noch strafbar. Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich damals auch schon in einer Therapie war und mir dann der Strotzka gesagt hat, es kann nichts passieren, es gibt eine Gesetzesreform, es wird mir nichts passieren. Und das war für mich sozusagen die Möglichkeit, einfach mein Leben zu leben. Du hast also die Bedrohung von Staatswegen durchaus noch mitbekommen? Ich habe das mitbekommen. Ich habe auch so eine Strafversetzung deshalb bekommen. Das war eine ganz dramatische Geschichte. Ich habe damals im Jugendgerichtshof gearbeitet und das ist halt dann offiziell geworden. Und daraufhin wurden die Frau, in die ich mich verliebt habe, und ich auseinandergesetzt, wie in der Schule. Also sie woanders hin und ich woanders hin. Aber das war es dann auch schon. Also viel mehr ist dann nicht passiert dazu. Ich weiß, das war wirklich eine ganz schwierige Zeit, denn da haben wir uns in diversen so kleinen Cafés getroffen und da hat man gewusst, wenn die Polizei reinkommt, dann muss immer ein Mann und eine Frau sitzen und plötzlich haben wir das also genauso gemacht, ganz einfach, während dann sonst auf der einen Seite die Frauen gesessen sind, die lesbischen Frauen, und auf der anderen Seite die schwulen Männer. Das war ein kleines, ein Beisel in der Schlösslgasse im 8. Bezirk. Das war, glaube ich, hieß sogar Schlösslstüberl oder so ähnlich. Und das Café Savoy in der Hernalser Hauptstraße, glaube ich, das waren so die damaligen Treffpunkte, die vorwiegend natürlich von Männern frequentiert wurden, aber durchaus auch von Frauen. Und ich habe dort auch das erste Mal eine Frau geküsst, worauf ich natürlich fast vom Stockerl gefallen bin. Und sozusagen plötzlich gewusst habe, aha, so etwas gibt's. Aber das war noch, das war das damalige, also wenn ich es heute vergleiche, war das der Sub. Da gab es auch alle möglichen Menschen, die außerhalb der Schwulen- und Lesben-Szene dort waren. Also, was weiß ich, jemand, der aus dem Gefängnis entlassen wurde und so. Das war so eine Heimat, so quasi. Da konnte man hingehen und hat gewusst, da kann einem nichts passieren.